Hey ho, willkommen zurück zu Terranigma. Ja, wir sind hier wieder an einem neuen Ort, wo ich mich ein bisschen umsehen kann und dann machen wir das mal. Im letzten Part hatte ich ja ein Schiff bekommen und das freut mich immer noch. Gehen wir mal in das Inn und hier kann ich auch wieder direkt mich ins Büchlein eintragen, dann mache ich das einfach mal. Also mal schauen, vielleicht sind hier auch wieder Leute, mit denen ich reden kann, die vielleicht irgendwas bringen. Hier sind Seeleute. Ich kam mit dem Schiff aus Ahul... Es war eine tolle Reise. Ich schweige wie ein Grab. Das sehe ich nicht so. Schön hier. Aber mit jemand anderem. Achso, okay. Das andere... Die andere Seite wird ja für mich sein, denn... Brauche ich da ja nicht reingehen. So, Gold K. Hier an diesem Ort wird einem richtig warm ums Herz. Atemberaubend. Oh, da ist ein Koala. Oh, komme ich nicht ran. Koala, das heißt Australien bin ich denn. Ich werde die Stadt verlassen, wenn noch mehr Touristen kommen. Okay. So viele sind doch hier gar nicht. Schön hier, oder? Hier sind nicht so viele Touristen. Die Politiker wollen noch mehr Besucher an diesen Ort locken. Okay. Hier ist wieder Händler. Wenn ihr es kauft, fliegt raus. Ah. Wow. Hier ein dumpfer Donnerschlag. Ah, ich kauf's jetzt noch nicht. So, wie kann ich helfen? Du hast wieder die üblichen Sachen, okay. Achso, okay. Ich hab mich gerade gewundert. Die Sonne tut gut, bla bla bla. Kokosmilch für nur 10 Taler. Willst du etwas? Nein. Brauche ich nicht. Und hier? Oh Gott. Von der Goldküste aus findest du den Odemfels im Westen. Dort sagte ein Wissenschaftler, er erforschte das Ende der Welt. Frieden herrscht in der Welt, aber es gibt immer noch Ausnahmen. Ende der Welt, da war ich doch schon. War dieser komische Friedhof oder was auch immer das war. Ja. Oh Gott, eine Kuhweide. Eine Kuhweide, ich glaub's ja auch. Ja, das ist bestimmt Heinz, mit dem will ich nicht reden. Geh ich mal hier rein. So, na du Bauer. Meine Filets sind die besten der Welt. Ich frage mich, wie ich es der ganzen Welt kundtun kann. Kannst du für mich Werbung machen? Sicher. Aber wie soll ich werben? Probier mal. Ein Biss sagt mehr als 1000 Worte. Gib es an jemanden weiter, der es zu würdigen weiß. Toll, ich habe ein Filet. Ich habe auch schon eine Vermutung, wo ich das hinbringen soll, aber... Das hat ja wahrscheinlich alles nur irgendwas mit diesem Städtewachstum zu tun. Ich nehme es jetzt einfach mal mit. Wenn ich da mal auf dem Ort wieder bin, dann gebe ich es da ab. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber das ist jetzt etwas, worauf ich keine Lust habe, hier die ganzen Sidequest-Aufgaben zu machen. Wahrscheinlich ist das hier auch... Ach gut, dann gehe ich hier weg. Komm. Ich verlasse die Stadt hier, weil ich möchte storyrelevante Sachen machen. Um das Spiel durchzuspielen. Also so Sidequests habe ich jetzt echt keine Lust. So, dann... Was ist hier, glaube ich, auch, ne? Ja. Die anderen Sachen hatte ich mir ja schon angeguckt. Das heißt... So, jetzt möchte ich ein bisschen Erkundungstouren machen mit meinem Schiff, ja. Einfach mal gucken, was wir hier so finden. Hier, ich meine, hier sind ja auch so vereinzelt Inseln. Vielleicht kann ich ja irgendwo auch an Land gehen. Kann ja mal sein. Da vorne zum Beispiel kann ich an Land gehen. So. Hier wird wahrscheinlich irgendwo was Verstecktes sein. So, keine Ahnung, wo ich bin. Achso, hier kann ich wieder krabbeln. Okay. Aber da oben kann ich auch nochmal krabbeln, dann mache ich das mal. Sind hier eigentlich auch wieder Insekten drunter? Nö. Nö, nö, nö. Ah, aber dafür zwei Truhen. Und hier finde ich Turboschuhe. Kann ich damit schneller laufen? Turboschuhe, cool. Kann ich die ausrüsten oder so? Wahrscheinlich unter Utensilien. Ach, da unten sind die. Möchtest du das anwählen? Ja. Ausgerüstet. Oh, ja. Ich laufe damit ein bisschen schneller, okay. Und noch eine Menge Geld. Das heißt, wenn ich auf B drücke, dann... B sage ich schon hier auf den Knopf dafür. Ja, also wirklich schneller bin ich dadurch aber jetzt nicht. Doch. Wow. Cool. Wieder was entdeckt. Da, die. Und was sind wir hier? Ah ja.
Okay. Vielleicht auch wieder irgendwelche Schätzchen. Ja, da. Achso. Da muss ich von oben ran. Yay. Yay, yay. Hier ist nix, okay. Ja, Erkundungstouren machen Spaß. Mal schauen, was diese Truhe für mich bereithält. Wow. Das war eine ganze Menge Knete. Das gefällt mir. Da oben ist auch noch eine Truhe. Nochmal Geld. Ne, nochmal ein Glückselixier, okay. Gott, ich habe noch so viele Elixiere, die ich noch irgendwann mal trinken muss. So. Okay. Mal sehen, was wir noch entdecken können. Gucken. Ne, da komme ich nicht durch, durch den Fluss. Hm. Wo war ich denn auch noch nicht? Möchte mir alles angucken. Alles, was geht. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Afrikanische Küste. Kapstadt, ja. Kann ich auch irgendwo an Land gehen? Also wenn, dann möchte ich mir halt alles angucken, ne? So. Kapstadt. Hier ist eine Oase. Da kann ich bestimmt rein. Karawana. Okay, Kamele. Hier ist niemand. Okay. Hier... Doch, da sind Leute. Okay. Wir Wüstennomaden bauen unsere Camps in Oasen auf. Ja, ist auch sinnvoll. Wir Händler kaufen in der Stadt und verkaufen auf Reise. Einkauf gefällig, ja. Was bietest du an? Wie kann ich helfen? Oh. Achso, habe ich ja schon. Na gut. Wir Wüstennomaden bauen unsere Camps, ja. Einkauf gefällig, ja. Wie kann ich dir helfen? Was ist das? Kunstgegenstand besonderer Güte. Ist wahrscheinlich auch wieder irgend so eine Sidequest-Kram. Traue niemals der Wüste. Viele Menschen ließen ihr Leben im heißen Sand. Ihre Knochen bleichen im Herz der Wüste in der Sonne. Das heißt, hier wird wahrscheinlich eine Wüste sein. Ja, ist ja auch hier. Die Sahara. Ah ja. Sahara. Was gibt's hier? Nichts. Nichts. So, dann war da wohl nichts. Gut. Da kann ich hier noch nichts weiter machen. Wahrscheinlich muss ich hier vielleicht irgendwann mal hin. Das kann ja gut sein. Dass ich irgendwann mal was triggere dafür. So, hier kann ich auch noch an Land gehen. Hier sind wieder Dörfer. Ah ne, hier bin ich wieder hier. Okay. Arula, ja. Dann hole ich hier wieder ab. Da war ich noch nicht. So, England. Okay, Surfitz. Dann gehe ich mal zu Surfitz. Das ist das Haus des superreichen Magnaten Surfitz. Er ist recht selbstverliebt, aber ungemein großzügig. Ja, wenn er großzügig ist, dann gibt er mir bestimmt irgendwas, oder? Ich bin Surfitz. Ich bin ziemlich superreich. Ich suche eine nette Dekoration. Hast du nicht eine gute Idee? Geld spielt keine Rolle. Ich habe genug davon. Moment, ich habe doch ein Gemälde. Vielleicht muss ich dir das geben. Ausgerüstet. Was ist das für ein Gemälde? Es ist wunderbar. Ich muss es haben. Der Preis spielt keine Rolle. Es gehört dir. Das weiß ich. Es ist von Marcel aus Loire. Aus Loire? Ich hänge es gleich auf. Das ist mein Dank. Yay! Oh, so viel Kohle. Yay. Und du hier noch? Na. Lass dich von ihm nicht ins Boxhorn jagen. Er ist ein Schlitzohr. Wieso? Finde ich ganz nützlich. Ich habe jetzt 1000 Goldstücke bekommen. Oh, er hat's aufgehängt. Dieses Kunstwerk sollten auch viele andere Menschen genießen können. Als Millionär muss ich diesen Künstler unbedingt unterstützen. Du musst herausfinden, wer das Bild gemalt hat. Ja, das weiß ich doch. Ach, dann gehe ich halt doch nach Loire. Wenn ich schon gerade hier bin, dann mache ich das schnell. So. Wenn das hier überhaupt war mit Loire. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das ist das Problem, man findet sich hier... Also ich finde mich schon ein bisschen auf der Karte zurecht, aber... Sich merken, wo jetzt was immer war, das ist ein bisschen schwierig. Ne, das ist Arola. So, ich wollte hier hoch.
Muss ich jetzt echt immer durch diesen Zoll latschen? Das ist ja doof. Ich hab die. Und zwar hier. Das müsste ja dann wieder. Das Avenue, ja toll. Wo war denn jetzt der Maler? Hat er hier überhaupt gewohnt? Ist auch so eine Sache. Ob ich hier überhaupt noch richtig bin. Dass die Stadt ist, wo der Maler gehaust hat. Einfach mal schauen. Hier, was so der Maler? Liebe es an Maschinen herumzubasteln. Willst du mal eine Erfindung sehen? Gerne. Klingt interessant. Ich kann nun Bilder von Menschen auf Papier festhalten. Nee. Gut, dann nicht. Das war ja dann wohl nicht. Ah, Marcel, genau. Hör zu, jemand hat mein Talent entdeckt. Diese Person sagt, dass sie mich finanziell unterstützen will. Ich bin glücklich, dass man endlich mein großes Talent entdeckt hat. Achso, dafür kriege ich nichts. Toll. Ja, dann hau ich hier wieder ab. Ich dachte, ich würde dafür irgendwas kriegen. Joa. Gut, wir sind auf jeden Fall auf großer Erkundungstour hier überall. Aber so wirklich, also ja, ich habe halt Schuhe gefunden. Das ist toll. Okay, ich denke mal, ich werde dann zu diesen Lakes gehen oder wie das hieß. Weil ich habe ja jetzt ja diesen Ring ja bekommen. Von der Meerjungfrau. Und der eine Typi hat ja auf sie gewartet. Also gehe ich da mal hin. Dafür fahre ich einfach hier entlang. Weil dann müsste ich ja einmal um die Welt segeln, genau. Okay, und dann hier wieder irgendwo an Land. Oder kann ich auch noch irgendwo anders an Land? Nee, ich muss hier an Land, ne? War das hier überhaupt? Ich weiß es halt nicht mehr. Liebe Rita, ich glaube schon, dass es hier war. Wenn ich jetzt nach Norden nämlich gehe und da eine Höhle entdecke, dann ist es hier. Ja, da oben ist die Höhle auch. Hier gehe ich dann mal rein. Genau, er hier. Er wollte doch diesen Ring haben. Dann muss ich das mal ausrüsten. E-Ring. Da. So, ja. Ausgerüstet. So, hier, Freund, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Dieser Ring. Ist dir etwas zugestoßen? Scheinbar ein Schiffsunglück. Ich verstehe. Sie kam niemals zu spät. Danke für die Nachricht. Ich gehe zu ihr. Hä? Ey! Der hat sich einfach aufgelöst. Ist er jetzt gestorben oder sowas? Aus Trauer? Aber apropos hier, ich wollte jetzt endlich mal meine Elixiere auswählen, wenn ich es jetzt endlich mal habe, so. Glück steigt um 1. Und ich habe noch 3 Vital-Elixiere. Das heißt, ich kann meine KP noch um einige steigern hier. So, ja. Vital-Elixier saufen. KP steigt um 5. Und noch einmal. Sehr schön. Ja, dann gehen wir jetzt mal weiter. So. Jetzt bin ich in einer neuen Höhle. Und da sind Monster im Wasser. Das sehe ich von hier. Flupp, tot. Das blubbert hier. Kann ich hier irgendwas tun? Ist da eine. Nö, ist nix. Hier blubbert auch irgendwas. Kann ich auch nichts tun, okay. Wieder diese komischen Klotzfrösche da. Donnerkröte. Oh. Das war jetzt aber eine ganze Menge Geld. Oh, was ist das? Odemkraut. Mal sehen, was das bewirkt. Ja komm, ich brauch's nicht 100 Jahre in die Luft halten. Ach. Jetzt bin ich hier unten voll, okay. Zum Atmen unter Wasser. Okay. Kann ich jetzt unter Wasser denn irgendwas machen? Das will ich mal angucken, wenn die Fische mal rauskommen. Das sieht aus wie Piranhas, ne? Komm raus. Na, boah. So. Ah, okay. Ah, okay. Immer wenn so eine komischen Bläschen sind, dann kann ich tauchen. Ah, interessant. Ja, dann würde ich sagen, ich beende in dieser Höhle jetzt den Part und erkunde die Höhle dann im nächsten Part weiter. Also bis dahin. Tschüss.